Er habe zum HSV natürlich ein anderes Verhältnis als zu anderen Bundesliga-Vereinen, sagte der 64-Jährige, der von 1976 bis 1986 insgesamt 306 Bundesligaspiele für Norddeutschen bestritt. Die aktuelle Situation sei aber unbefriedigend. Ich sehe da keinen, der in den letzten Jahren Verantwortung getragen hat. Außer Trainer und Manager auszuwechseln, ist den Verantwortlichen leider nicht viel eingefallen, sagte Magat. Die Entlassungen von Bruchhagen und Tod nannte Magat sowohl überraschend als auch überfällig. Er sei am Wochenende in Hamburg gewesen und habe sich gewundert und gefragt, passiert denn hier nie etwas, gibt es hier denn nie eine Entscheidung? Von daher war ich überrascht, als heute Morgen tatsächlich, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand doch eine Entscheidung getroffen hat, sagte er. Dies sei einzige Chance, den Abstieg zu vermeiden. Bruchhagen und Tod hätten nichts bewegt. Video: Stimmen zum HSV-Beben arbeiten jetzt am Wunder oder an der zweiten Liga.